Hallo, dieses Video muss ich jetzt einfach irgendwie drehen. Bei uns in der Arbeit sind heute neue Artikel eingetroffen, die ich euch irgendwie unbedingt zeigen muss, weil ich sie irgendwie total cool finde. Und zwar ist zum einen eingetroffen, jetzt neu, das Bananenlipbalm von Petrich. Da habe ich euch ja schon einmal eins mit Erdbeere gezeigt. Und jetzt ist das mit Banane eingetroffen. Und das ist ja saugut, wirklich. Das riecht voll lecker nach Bananen, aber so richtig nach süßer Banane, ist richtig voll lecker, wirklich. Es riecht so göttlich, dass ich es mir gleich kaufen musste. Kostet, glaube ich, 1 Euro irgendwas. 1 Euro irgendwas, glaube ich, ja. Und ja, sieht so aus. Und wenn man es auf die Lippen gibt, schmeckt das auch total lecker. Probieren wir es gleich mal aus. Schmeckt nach Bananeneis. Also wirklich total lecker. Und das ist ja so ein bisschen ölig, das heißt, es pflegt die Lippen auch total gut. Habe ich ja schon in Erdbeere und da habe ich euch ja schon mal gesagt, dass ich das total gerne mag. Aber das riecht irgendwie, finde ich, noch viel besser und schmeckt auch viel besser. Und Banane ist irgendwie auch mal was anderes, das habe ich irgendwie noch gar nicht, irgendwas mit Banane. Also habe ich es mir gleich mal mitgenommen und ich finde es total cool. Gibt es bei Roma ihr Friseurbedarf? Also die Österreicherinnen kennen das sicher und ansonsten überall, wo es Petrich gibt. Müsst ihr halt nachschauen. Ich verlinke euch mal die Petrich-Seite unten in der Infobox. Da gibt es eh so einen Finder, der rausfindet, wo die nächste Filiale bei euch in der Nähe ist. Müsst ihr halt euren Ort eingeben, wo ihr wohnt oder eure Stadt oder die Nebenstadt. Also ich habe das probiert, die finden sie wirklich. Also ich habe mal Wien eingegeben und da kommen dann alle Adressen, wo es Petrich in Wien gibt. Und dann habe ich noch St. Pölten eingegeben, weil ich mir dachte, für die im Land und da kommen auch Filialen, wo es dort gibt. Also voll super. Und ja, Lipbalm Banane finde ich total super. Das ist jetzt gerade mein neuer Liebling, glaube ich. Voll cool. Und dann ist noch was eingetroffen. Und zwar das Frohe Weihnachten Shampoo und Duschgel gleichzeitig. Und ja, es steht drauf, sanft und doch grünlich. Die 2-in-1 Pflege versorgt Haut und Haare intensiv mit Feuchtigkeit und schützt diese aktiv vor dem Austrocknen. Das Christmas Hair and Body Shampoo schenkt normalen und strapazierten Haar optimale Pflege und sorgt für ein gesundes Aussehen, bessere Erkennbarkeit und mehr Glanz. Gut, Duftnote von Orangen und Mandarinen gepaart mit den herben Ingwer- und Zimtaromen bringt ein Stück Geborgenheit und Unbeschwertheit aus der Kindheit wieder. Ist besonders schonend und somit für die tägliche Anwendung geeignet, dermatologisch getestet und pH-neutral. Sieht so aus. Also, es ist rot und dieses Frohe Weihnachten mag ich nicht so, weil ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsfan, aber ansonsten finde ich das ganz cool und es riecht irgendwie voll lecker, das war ich so mitgenommen, hat 3 Euro irgendwas gekostet, also war jetzt nicht, das Gott, wie teuer. Also zum Probieren ganz okay. Ist jetzt, glaube ich, das billigste Shampoo, was wir im Geschäft haben. Und es riecht nach irgendwas total gut. Ich finde nicht, dass es nach Weihnachten riecht. Es riecht einfach irgendwie total lecker. Nach Urgut einfach. Ich kann euch nicht sagen, nach was es riecht. Es riecht einfach total lecker. Und ich habe mich sofort in diesen Geruch verliebt. Und deshalb musste ich es auch sofort mitnehmen. Und es ist rot. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich mich traue, es auf meine Haare zu geben. Weil ich irgendwie Angst habe, dass die Haare dann den Rotstich annehmen. Ach, dieses blöde SMS-AT läutet immer. Das nervt total. Habt ihr auch ein E-Mail-Postfach auf SMS.at und werdet dauernd belästigt von irgendwelchen Menschen, die mit euch schreiben wollen, ihr wollt gar nicht? Und Seite zugeklappt. So. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich es mich verwenden drauf, meine Haare, weil ich habe irgendwie Angst, dass die dann diesen Rotstich annehmen. Dürfte eigentlich nicht passieren, weil es passiert ja auch nicht, wenn man mit bunten Laschbadebomben baden geht, nehmen die Haare die Farbe eigentlich auch nicht an, aber ich weiß nicht. Ich habe es mir eigentlich zum Duschen gekauft, weil ich finde, es riecht total lecker. Und ich habe ja schon so viele hochwertige, gute Shampoos. Aber es riecht einfach so lecker, dass ich es als Duschgel oder auch als Schaumbad verwenden werde. Weil ich bin drauf gekommen, man kann Duschgel total super als Schaumbäder verwenden. Die schäumen ja fast noch besser als die Schaumbäder selber. Und ja, für das habe ich mir das gekauft. Und ich finde, es riecht einfach so lecker. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ich muss gleich nochmal dran riechen. Also gibt es bei Roma ihr Friseurbedarf. Einfach mal vorbeischauen und zuschlagen, riecht echt voll gut. Und ich finde, für 3 Euro irgendwas ist das auch nicht so teuer für das, was es alles verspricht. Aber ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich habe es ja vorher gerade erst mit nach Hause genommen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde es lieben, so wie es riecht.
Und dann hat die Firma Petritsch, die Firma, von der dieses Lip Balm kommt, mir und meiner Mitarbeiterin heute ein Weihnachtsgeschenk mitgeschickt, total cool. Und zwar dieses Xmas Duftöl für Duftlampen. Und das riecht so göttlich. Ich habe mich so gefreut, dass die uns das mitgeschickt haben. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil ich freue mich so drüber. Und das ist echt meine Definition von einem guten Weihnachtsgeruch. Es riecht total zimtig, total weihnachtlich und ich kann es kaum erwarten, das zu verwenden. Wirklich nicht. Das riecht so gut. Wirklich extrem lecker. Und falls die Firma Petritsch dieses Video irgendwann sieht, danke, danke, danke für dieses leckere Duftöl. Es ist wirklich voll lecker. Und ja. Gibt es auch in manchen Roma-Filialen zu kaufen? Weil in der Filiale, wo ich mal früher gearbeitet habe, gab es das zu kaufen. Sah so ein bisschen anders aus, aber auch ziemlich ähnlich. Ja, total lecker. Und weil ich ja so gerne YouTube-Videos mache und mir gedacht habe, ich will euch jetzt mal wieder eine Freude machen, habe ich für euch auch eins von diesen und eins von diesen Lip Balm besorgt und das möchte ich jetzt gerne an euch verlosen. Tada! Und zwar, was möchte ich von euch haben, damit ihr das gewinnen könnt? Ich möchte, dass ihr mir drunter postet, warum ihr das gewinnen möchtet. Und ich möchte bitte gerne, dass ihr mich halt irgendwie weiterempfehlt oder so. Vielleicht auf Facebook oder auf eurem Kanal oder so. Weil ich habe jetzt so lange keine Videos mehr gemacht und ich habe den Eindruck, ich habe viele Zuschauer leider verloren. Und ich hätte irgendwie gerne wieder. Es tut mir voll leid in der Pause und so, aber ihr wisst ja warum. Und ja, es wäre einfach lieb, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Ich kann es natürlich eh nicht nachprüfen, aber es wäre einfach lieb von euch. Und ansonsten hätte ich gerne, dass ihr drunter postet, warum ihr das gewinnen möchtet. Und ich möchte bitte, bitte auch, dass wenn ihr noch nicht 18 seid, dass ihr eure Eltern fragt, ob ihr mir überhaupt eure Adresse geben dürft, dass ich euch das dann schicke. Weil ich hatte schon Fälle, da habe ich dann die Verlosung ausgelost. Dann habe ich die Person angeschrieben, dass sie gewonnen hat und die Person durfte dann nicht mehr, durfte mir dann nicht ihre Adresse geben. Und das ist dann irgendwie schade, weil dann muss ich das alles neu machen. Und das schaut sich dann wahrscheinlich keiner mehr an, weil die dann denken, es ist ja schon vorbei und das ist dann voll kompliziert. Ich hatte das alles schon. Also bitte, bitte fragt doch vorher nach, ob ihr mitmachen dürft, bevor ihr mitmacht. Und ja, alle, die mir halt drunter posten, ich möchte das gewinnen, / weil, schreibt bitte dazu, dass ihr das gewinnen möchtet, sonst weiß ich nicht, dass ihr teilnehmen möchtet. Die nehmen dann automatisch teil und ich werde das dann per random.org auslosen, damit es nicht unfair ist, damit alle die gleiche Chance haben. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr gewinnen, dieses Shampoo und Duschgel und das könnt ihr gewinnen. Und ich habe jetzt extra nicht drüber geschrieben, Gewinnspiel, damit auch wirklich nur die teilnehmen, die meine Videos auch schauen. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das Gewinnspiel auch gerne weiterempfehlen. Also ja, könnt ihr das auch gerne weiterempfehlen. Aber ja. Wäre halt lieb. Ich wollte damit eigentlich nur verhindern, dass die Leute jetzt nur so reinschauen, weil ein Gewinnspiel drüber steht, das Video gar nicht anschauen und dann nur am Gewinnspiel teilnehmen. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Ist mir nämlich schon oft passiert, dass ich ein Gewinnspiel mache und plötzlich habe ich ungefähr 100 Mal so viele Kommentare wie sonst immer. Aber das Problem kennt ihr ja bestimmt auch. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ist eine Kanalempfehlung. Und zwar die Lady Eve 007. Das ist eine Schweizerin, die kommt aus Bern, glaube ich, oder irgendwo näher Bern. Und die ist total cool, sie hat einen total lieben Akzent und sie ist voll nett und macht auch schon ganz, ganz lange Videos. Und sie war jetzt in einem Video mal etwas traurig, weil irgendwie ihr die Zuschauer fehlen, beziehungsweise sie so wenig Kommentare bekommt, obwohl sie schon so lange Videos macht. Und das ist irgendwie voll schade. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich lege euch mal ins Herz, dass ihr mal auf ihren Kanal vorbeischaut. Ich verlinke euch den Kanal auch unten in der Infobox. Und die ist wirklich voll nett und gibt sich immer voll viel Mühe und ladet auch wirklich regelmäßig Videos hoch. Also es würde mich wirklich freuen, wenn ihr bei ihr vorbeischauen würdet. Und ja, vielleicht ist das Video jetzt ein bisschen so verpeilt oder so, aber es ist einfach jetzt auch schon 10 Uhr am Abend und ich wollte da schon arbeiten. Und ja. Aber ich wollte das Video einfach unbedingt noch drehen, weil ich wollte euch das jetzt unbedingt noch zeigen. Inklusive Gewinnspiel. Ach ja, wir brauchen noch einen Teilnahmeschluss, ein Gewinnspielende. Nehmen wir den 1. Dezember. Lassen wir es bis 1. Dezember gehen. Dann ist das ja dann auch schon so wie ein Nikolausgeschenk, wenn ihr es dann bekommt. Also, Gewinnspiel bis 1. Dezember. Teilnahmebedingungen habe ich schon gesagt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Glück. Es ist immer schade, dass nur einer gewinnen kann, ich weiß aber.
Mit random.org hat wenigstens jeder die gleiche Chance. Gut, dann freue ich mich über eure Kommentare. Vielleicht hat das ja von euch auch schon wer probiert oder wo gesehen. Oder vielleicht möchtet ihr das von euch aber haben. Oder auch selber kaufen. Bitte Kommentare posten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.